Die Reindustrialisierung, die bringt uns eben nicht nach vorne. Sie belügen die Menschen, wenn sie sagen, Kohle und Stahl, das ist die Zukunft. Kohle und Stahl sind nicht die Zukunft. Die Zukunft ist IT und die Zukunft ist digital. Und die Zukunft, die ist sozial und die Zukunft ist kreativ. Fußballfans, meine Damen und Herren, sind kein Verbrecher. Und Menschenrechte enden nicht am Stadiontor. Wir brauchen jetzt ein großes Zeichen, um überhaupt den Dialog mit den jungen Fans wieder zu ermöglichen. Sie sollten sich hier nichts vormachen, die Fronten sind verhärtet. Die Forderung nach Adblock-Verboten ist so unsinnig wie eben die Forderung nach einem Zwangsempfang und dem Lesen von kostenlos verteilten Werbeblättchen in Ihrem Briefkasten. Nicht der Stifter finanziert hier der Allgemeinheit eine Reformwerkstatt, sondern die Allgemeinheit finanziert ein Institut, mit dem Gesetze nach eigenen Wünschen, Interessen, entsprechend den Vorstellungen des Stifters in Richtung Privatisierung und Wettbewerb beeinflusst werden können. So wenig Neid in dieser Gesellschaft. So viele IT-Experten, um die Sicherheit unserer Infrastruktur zu gewährleisten. So eine zukunftsorientierte und beitragsfreie Bildung unserer Kinder. So ein geiles NRW. Daher fordern wir, dass nicht kommerzielle Kopieren, zugänglich machen, speichern und nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern auch explizit zu fördern, um die allgemeine Verfügbarkeit von Informationen, Wissen und Kultur zu verbessern. Die Rente zerriestert, die Arbeitslosenversicherung zerharzt, die Krankenversicherung zerschmittert. Und jetzt soll auch noch die Infrastruktur Stück für Stück verschäubelt werden. Das verkraftet unser Land nicht. Gerade abends, wenn man nach Hause kommt, so zum Feierabend, nimmt sich ein Bierchen, setzt sich gemütlich hin, guckt Landtag. Ne? So ist das doch, oder?